Hallo Pouring Freunde, hi Pouring Friends. Ich habe wieder das Internet durchforstet und habe dabei eine ganz neue Methode zum Gießen entdeckt. I have searched the internet again and have found a completely new method of pouring the paints. Die Idee stammt von dem Kanal Souffle A. Die Info zu dem Kanal findet ihr rechts oben in der Ecke. The idea of this way to pour paints is from the channel Souffle A, and you find the information about this channel in the upper right corner. Dieses Bild wird bei dieser neuen Gießmethode herauskommen. And this painting will be the result of this new method of pouring the paints. Die Leinwand ist schon mit Weiß bedeckt. I have already covered the canvas with white. Und hier ist der Flip Cup auch schon vorbereitet. And this is the Flip Cup already prepared. Das Besondere an der Methode ist, dass ich nicht den Flip Cup direkt auf die Leinwand mache, sondern auf eine Silikonmatte. The special thing about this Flip Cup is that I'm not going to do it directly onto the canvas, but on a silicone mat. Und von dieser Silikonmatte werde ich es dann auf die Leinwand gleiten lassen. And then I will try and let the paint glide or slide, so to speak, from the silicone mat onto the canvas. Hier also zunächst einmal der Flip Cup auf die Silikonmatte. Here first of all the Flip Cup onto the silicone mat. Auf der Matte sieht es schon mal nicht schlecht aus. Doesn't look too bad on the silicone mat. Aber jetzt muss ich es ja erstmal auf die Leinwand bekommen. But now I have to get it on the canvas. And that's the difficult part. Ich lasse es also einfach heruntergleiten. I let it glide slowly. Und ich hoffe, dass die Zellen nicht zu sehr zerstört werden. I hope that I can keep the cell structures. Mein Hauptziel ist ja eigentlich immer, Bilder zu gießen, ohne viel schwenken zu müssen. My main intention is always to pour paintings without having to tilt too much. So sieht's auf der Matte aus. Nicht schlecht. Well, doesn't look too bad on the silicone pad. It doesn't look too bad on the canvas either. Jetzt lasse ich noch weiter runterlaufen. Now I let the rest drop on the canvas from the silicone pad. Also diese Streifen, die entstanden sind, gefallen mir sehr gut. I like these stripes that came up. Jetzt versuche ich mit dem Malmesser etwas abzunehmen. Und merke, wie wenig eigentlich nur noch auf der Silikonmatte drauf ist. Now I'm trying to scrape up some of the paint from the silicone pad, but I realized that it is really very little that has remained.
And the canvas is already nicely covered. Und die Leinwand ist auch eigentlich schon sehr schön bedeckt. Das Drehen der Leinwand jetzt auf dem Tortenverzierteller ist ein Trick von Rick Cheadle. Den werde ich euch auch oben rechts verlinken, die Info zu seinem Kanal. The idea of turning the table is from Rick Cheadle. I'll give you the link in the information box, the top right corner. This turning of the table helps the paints to spread on the canvas. Dieses Drehen hilft den Farben, sich auszubreiten, und ich brauche wieder nicht viel zu schwenken. And I don't have to tilt too much again. Allerdings hat Rick Cheadle auch so sogenannte Easy Flow Canvases. Die gibt es hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Rick Cheadle is using so-called Easy Flow Canvases. And I don't think you can get them in Germany. Wenn ihr schon mal etwas davon gehört habt, dann teilt es mir doch gerne in den Kommentaren mit. Würde mich sehr interessieren. Danke. Und das war's dann eigentlich auch schon. Das Bild ist fertig. Es gefällt mir sehr gut. Ich habe super schöne Zellen erhalten. Ich habe vor allen Dingen Gelb in dem Bild, was normalerweise immer verschwindet. Ich nehme an, dass ist erhalten geblieben durch diese neue Methode, die Farben runtergleiten zu lassen. Und dadurch, dass ich weitestgehend auf das Schwenken verzichtet habe. And that's it again. I like my painting. I have beautiful cells. I have a lot of yellow, which normally disappears. I think it didn't disappear in this case, because of this new method of letting the paint glide on the canvas, and I'm happy with the result. As always, I'll give you a close-up after this at the end of the video. Wie immer kommt ein Close-up am Ende des Videos. Ich danke schon mal fürs Zuschauen und freue mich über einen Daumen hoch und über ein Abonnement. Thanks for watching and please give me a thumbs up and subscribe to my channel. Bye bye. Hier ist das Close-up. Und bleibt dran, denn am Ende zeige ich euch, wie immer und wie versprochen, das getrocknete Bild aus dem vorangegangenen Video, die Farbbombe. And stay tuned, stay until the end, because I will show you, as promised, the painting that is now dry from the previous video. The paint bomb was called, yes. So, hier ist das Bild vom letzten Mal mit der Bombe, trocken und, wie ich sagen würde, völlig unverändert. Was Farbe und Struktur betrifft. Hier ist auch nichts runtergelaufen, großartig. Naja, ein bisschen doch. Ich muss das gleich selbst mal mit dem Foto von dem Nassen vergleichen. Das ist Trick Nummer 1. Trick Nummer 1. Ah, nee.
Nee, dann kann man die nicht auf. Wenn man die drehen möchte, kann man die nicht auf Füßchen stellen. Dann muss man die Füßchen. Stopp!